Um sich von Macs oder Linux-Systemen mit dem Login-Server zu verbinden, brauchen Sie kein besonderes Programm installieren. Das ist auf diesen Systemen vorinstalliert. Und wie Sie darüber eine Verbindung herstellen, das illustriere ich Ihnen hier kurz am Beispiel von einem Mac-Terminal. Das ist das Programm. Das finden Sie auch über die Spotlight-Suche oder natürlich auch im Programmordner. Wenn das Programm gestartet ist, geben Sie ein SSH, um eine SSH-Verbindung aufzubauen, dann Ihren CDAT-Benutzernamen in Kleinbuchstaben @login.fu-berlin.de, die Enter-Taste. Dann kommt eine Sicherheitsabfrage, weil Ihr Rechner den FU-Server noch nicht kennt, hat sich noch nicht mit dem verbunden und fragt Sie jetzt ab, ob Sie dem Server vertrauen. Wenn Sie dem Server vertrauen, das sind FU-Server, denen können Sie auch vertrauen, dann geben Sie jetzt ein Yes und drücken die Enter-Taste. Und dann kriegen Sie eine Warnung, das ist eher so ein Hinweis, dass Ihr Rechner jetzt den Server kennt. Das müssen Sie in Zukunft also nicht mehr eingeben. Und jetzt werden Sie nach Ihrem Passwort gefragt. Dann können wir hier eingeben, das wird nicht angezeigt. Und wenn Sie Enter drücken und sich nicht vertippt haben, dann sind Sie mit dem Server verbunden und können jetzt mit der Arbeit mit CQP loslegen. Und wie das funktioniert, das sehen wir im nächsten Clip.